Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mich bei einem meiner Bullet Journal Videos gefragt, wie ich denn das Bullet Journal für meine Selbstversorgung nutze, und ich möchte euch da jetzt einfach einen Einblick geben und auch ein paar Ideen mitliefern, was ihr mit eurem Bullet Journal oder wie ihr mit eurem Bullet Journal eure Selbstversorgung dokumentieren und besser organisieren könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein ursprünglicher Plan war quasi Ende des Jahres ein solches Video für euch zu machen, aber jetzt ist so ungefähr die Zeit, wo es dann wieder losgeht mit der Selbstversorgung, wo die ersten Anzuchten starten, und ich dachte einfach, ich nehme euch jetzt schon mal mit. Ich habe euch nicht allzu viel zu zeigen, weil meine ganzen Checklisten und Co. noch relativ leer aussehen, aber ich zeige euch so ein bisschen mein Setup. Erzähl euch dann noch, was ich die letzten Jahre auch schon mit dem Bullet Journal zum Thema Selbstversorgung gemacht habe, und hoffe, dass ich euch so vielleicht die ein oder andere Inspiration geben kann. Mein Bullet Journal selbst kennt ihr ja schon. Falls nicht, verlinke ich euch oben nochmal in der Infobox mein Setup für 2024. Und da geht es auch schon los. Ich habe euch natürlich Nahaufnahmen gemacht, dass ich für das Gartenjahr 2024 eine allgemeine Übersicht gemacht habe, was in welches Beet denn rein soll. Ist auch so, wenn man diesen Plan sieht, das sieht teilweise sehr voll aus. Es heißt aber nicht, dass immer alles gleichzeitig ist, sondern es übers Jahr verteilt vielleicht auch mal hintereinander ausgesät wird. Dann auf der nächsten Doppelseite, für mich ganz, ganz wichtig, ich habe verschiedene Beeren im Garten. Ich habe 5 verschiedene Himbeeren und 4 verschiedene Brombeersorten, sowie nochmal 3 Heidelbeersorten. Die Heidelbeeren sind erstmal unproblematisch, aber bei den Himbeeren und Brombeeren muss ich natürlich genau darauf achten, wann muss ich was schneiden. Was sind das überhaupt für Sorten? Die sind bei uns wirklich für den Frischverzehr gedacht, ansonsten wäre das mengenmäßig für uns als Familie etwas wenig. Aber so haben wir quasi durch die verschiedenen Sorten gewährleistet, dass wir wirklich von früh der ersten Ernte, so im Juni, Juli rum, bis wirklich in September, Oktober rum frische Beeren haben, und das freut uns natürlich sehr. Außerdem, dann geht es wieder an die klassischen To-Do-Listen, regelmäßige Arbeiten im Garten, natürlich nicht das ganze Jahr über, also Rasen mähen muss ich nicht monatlich im Winter, im Sommer sollte ich es monatlich machen, auch wenn ich es vielleicht nicht immer gemacht habe, aber das ist dann Wildwiese, glaube ich, oder? So nennt man das doch. Also es ist natürlich nur, damit die Kaninchen da gut zu essen haben und die Insekten willkommen sind, und niemals, weil ich es verpeilt habe. Ja, aber das ist quasi so eine Liste mit regelmäßigen Arbeiten, was täglich zu tun ist, das habe ich quasi im Kopf. Was wöchentlich zu tun ist, landet dann auch bei meiner Wochenplanung. Was monatlich zu tun ist, da schaue ich dann doch öfters mal rein, dass ich da auch wirklich dran denke, das wirklich einzukalkulieren, ebenso wie quartalsweise die Grundreinigung von den Tierstellen. Und dann geht es auch schon los mit den monatlichen Arbeiten. Mein Gartenjahr startet im Dezember mit den ersten Anzuchten, das heißt, die langen, wärmeliebenden Sorten wie Paprika, Chilis, habe ich jetzt dieses Jahr nicht, weil ich einfach noch viel zu viele Chilis hier habe, sowohl getrocknet als auch eingefroren, als auch in Pasten verarbeitet. Also Chilis brauche ich dieses Jahr nicht, das würde aber auch im Dezember starten. Auberginen, Physalis und die erste Ladung Salate. Ich habe die monatlichen To-Dos so ein bisschen sortiert. Einmal, was wird im Haus ausgesät, was wird per Direktsaat ins Beet gebracht. Dann gibt es noch Sachen, was ja kommt quasi von dem, was ich in der Anzucht ausgesät habe, also im Haus ins Beet raus. Und dann gibt es natürlich noch die Arbeiten im Garten. Gartenarbeiten, sehr unbeliebt, aber müssen getan werden. Im Frühjahr wird da ganz viel sauber gemacht und wieder hergerichtet. Und überhaupt, im Sommer ist es weniger. Dafür muss aber dann täglich gegossen werden. Und August, ja, ganz ehrlich, August, September bin ich so viel mit Einkochen beschäftigt, da möchte ich keine weiteren Gartenarbeiten. Was für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist der November, weil der November, da steht ganz fett und groß gartenfrei, ist für mich die Zeit, wo ich erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren einfach keinen Bock habe, irgendwas zu tun im Garten oder über den Garten, und tonnenweise an Zeug eingekocht habe und einfach meine Ruhe haben möchte vor
dem ganzen Themenkomplex Garten, vor allem Gemüsegarten. Tiere werden natürlich weiterhin versorgt. Aber Gemüsegarten habe ich dann in der Regel keine Lust, irgendwas zu tun. Und ich brauche diesen Monat frei, einfach bevor es dann im Dezember wieder mit den ersten Anzuchten losgeht und da dann auch wieder die Lust drauf kommt, wieder was zu tun. Außerdem habe ich in meinem Bullet Journal eine Übersicht über die Ausgaben für den Hof, so habe ich das Ganze genannt. Da möchte ich über das komplette Jahr über alles, was ich für die Tiere an Geld ausgebe, aber auch an fürs Gemüse, sei das Dünger, sei das Saatgut und sowas, dokumentieren, einfach um für mich mal einen Überblick zu haben, was kostet mich das eigentlich alles und was für einen Gegenwert hat das denn ungefähr? Also, ich meine, ihr könnt euch selbst errechnen, was ihr wöchentlich an Gemüse und Co. kauft, was ihr an Eiern kauft, die Hühner legen mittlerweile wunderbar, was ihr auch teilweise an Fleisch und Geflügel kauft und da einfach mal schauen, okay, gut, kommt das mit dem hin, was ich denn dann monatlich ungefähr im Schnitt ausgebe für den Hof? Das finde ich einfach super spannend, da einfach mal zu schauen, okay, was kostet mich das? Was generiere ich da eigentlich für uns als Familie für einen Mehrwert? Und wie ich euch ja schon mal erzählt habe, ist unser Hof kein reiner Gemüsegarten. Also wir haben auch keinen klassischen Bauernhof oder sowas, aber wir haben ca. 3000 Quadratmeter Grundstück und neben dem Gemüsegarten haben wir halt auch Tiere dort, die wir als Nutztiere ansehen. Also wir haben auf der einen Seite Hühner mittlerweile seit Oktober und wir haben seit Mai letzten Jahres Kaninchen, die sorgen generell für einen gewissen Kreislauf. Das heißt, was wir zu viel im Garten haben, können Kaninchen und Hühner fressen. Das, was Kaninchen und Hühner ausscheiden, landet entweder direkt oder kompostiert oder wie auch immer als Dünger wieder im Garten und die sorgen damit für einen gewissen Kreislauf und werfen zusätzlich natürlich vorrangig Eier, aber halt auch Hähnchenfleisch und Kaninchenfleisch ab. Und damit wir so einen kleinen Überblick haben, gerade bei den Kaninchen, wann wurde denn hier wer gezeugt, wie alt sind die ungefähr, da gibt es quasi eine genaue Liste, wann wurde welcher Komplex geboren, weil ich die halt die Würfel zusammenlasse. Und bei den Hühnern muss ich sowieso eine Bestandsliste führen. Vielleicht, wenn ihr selbst Hühner habt, kennt ihr das natürlich. Wenn ihr keine Hühner habt, Hühnerhaltung ist Landwirtschaft und da muss ich auch deutlich mehr dokumentieren, weil es sich um Nutztiere handelt. Und da muss ich auch eine Bestandsliste führen und für mich habe ich dann einfach auch diese Bestandsliste bei mir im Bullet Journal, einfach um zu sehen, okay, welche Tiere habe ich, wie, wann, wo, welche Rassen und sowas. Und das kann sein, dass ich das mit der Zeit auch noch ein bisschen erweitere. Weiß ich noch nicht, das wird sich einfach zeigen. Das ist erstmal mein Setup gewesen für das Gartenjahr 2024 im Bullet Journal. Natürlich könnt ihr das Bullet Journal auch zur Planung für weiteres nutzen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann, aber hier habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch schon einen zweiten Kaninchenstall geplant. Den habe ich natürlich auch die komplette Planung mit Maßen und welche Hölzer ich brauche und sowas im Bullet Journal vermerkt. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, das zu bauen, aber die Planung ist soweit fertig und da ist natürlich das Bullet Journal auch ein guter Ort, um das festzuhalten, um es dann, wenn es wirklich an die Umsetzung geht, leichter umsetzen zu können. Was ich auch gerade zu Beginn meiner Gartenzeit oder meiner großen Gartenzeit gemacht habe, ist, dass ich eine Art Tagebuch geführt habe. Wann habe ich genau was ausgesät? Wie hat sich das jeweils entwickelt? Also ich hatte anfangs massive Probleme mit Physalis gehabt. Ich glaube, ich habe 3-4 Anläufe gebraucht und sie sind dann trotzdem, entweder sie sind gar nicht gekeimt oder sie sind gekeimt und mir wieder kaputt gegangen. Mittlerweile habe ich da ein besseres Gespür für, aber anfangs hilft es einfach auch, ein Tagebuch zu führen. Okay, ich habe das dann und dann gegossen, ich habe dann dies und das damit gemacht, es hat sich so und so entwickelt. Einfach so ein bisschen Abgleich zu haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gehe ich mit den einzelnen Gemüsesorten um. Das hatte ich eine ganze Weile im Bullet Journal auch gemacht. Ebenso Wunschlisten geschrieben, was hätte ich denn gerne für ein Gemüse. Das hat sich bei mir generell mittlerweile einfach so eingespielt, dass ich ungefähr weiß,
was habe ich denn vor? Und dann direkt diesen Beetplan mache. Ich weiß aber auch, dass bei dem Beetplan halt dann Sachen fehlen, die dann vielleicht nächstes Jahr, beispielsweise Chilis, wieder reinkommen oder halt auch einfach für mich Erfahrungen zeigen. Ich werde keine 11 Zucchini-Pflanzen mehr ins Beet bringen. Gut, das war ein Unfall, das hatte ich schon mal erzählt. Aber jetzt auch, ich habe jetzt im Februar immer noch 15 Kürbisse hier liegen. Also weiß ich, okay, die 6 Pflanzen, die ich letztes Jahr hatte, waren etwas viel. Vielleicht reichen dieses Jahr dann mal 2 Pflanzen im Beet, weil ich glaube, ansonsten nehmen die Kinder die Kürbisse und nutzen sie, um sie mir einen Kopf zu werfen. Also zumindest ist ihnen momentan die Lust danach, wenn ich sage, heute gibt es mal wieder Kürbis zu essen. Das sind aber Erfahrungen, das habe ich größtenteils im Kopf. Ihr könnt natürlich auch einen Weg finden, das Ganze in euer Bullet Journal zu bringen, dort festzuhalten und dann quasi das als Learning fürs nächste Gartenjahr mitzunehmen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so einen kleinen Einblick geben, wie ich mein Bullet Journal auch für die Gartenplanung nutze, beziehungsweise für das Gartenjahr, um das so ein bisschen mitzudokumentieren, um auch bloß nichts zu vergessen. Und ja, wie nutzt ihr denn euer Bullet Journal, wenn ihr einen Garten habt, einen Gemüsegarten oder Tiere oder wie auch immer? Zeigt das doch gerne mal in der Kreativbund Community, entweder auf Facebook in der Gruppe Kreativbund Community oder auf Instagram mit dem Hashtag Kreativbund Community. Ich bin neugierig, wie es bei euch da ausschaut. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich auf Facebook und Instagram sowie in unserem Shop auf kreativbund.de. Bis dahin, tschüss!